Namaste, hallo, willkommen bei Pankaja Ayurveda. Wie schön, dich zu sehen. Ich möchte ganz kurz erinnern, dass wir tolle Webinare im Moment machen. Freie Webinare, so wie hier im in der Online-Welt. Und das ist zum Thema Agni. Agni ist im Ayurveda deine Immunkraft, also auch deine Verdauungskraft. Und überhaupt deine innere persönliche Kraft, dein Feuer der Transformation. Und da gibt es morgen einen zweiten Teil. Da möchte ich gerne euch darauf hinweisen, wer da mitmachen möchte, geh auf meine Website. Ich schreibe das unten in die Box. Das ist einfach pankaja.com, pankaja.com. Und da kannst du Informationen finden oder den Zoom-Link. Das ist gratis, damit jeder einfach teilnehmen kann und Tipps für sein Wohlbefinden, für seine Immunkraft und Verdauungskraft jetzt mitten im Winter wir miteinander teilen können. Und da machen wir auch praktische Übungen und es gibt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Auch die, die beim letzten Mal dabei waren, können vielleicht Feedback geben, ob sie irgendwas Neues ausprobiert haben. Und ich werde das, was wir beim ersten Mal besprochen haben, kurz zusammenfassen, damit alle am gleichen Stand sind. Und die Informationen schicke ich euch auch gerne rum. Da muss man nicht mitschreiben. So, für heute möchte ich ganz kurz bleiben, weil ich habe einige Videos heute rausgeschickt, die sind auf Englisch, weil da ein paar Leute im englischen Raum zuhören. Mein Englisch ist so einfach und so banal, das glaube ich, jeder kann da zuhören, wenn du darauf Lust hast. Und ich werde aber auch mehr Videos auf Deutsch machen, auch mit diesen Tipps zu Agni, zur Verdauungskraft, zur Immunkraft, damit wir das alle auch auf Deutsch haben. Ja? Und für heute möchte ich wiederholen eine kurze Stelle der Beschreibung, was Agni ist, weil mein Meister hier habe ich ihn mit mir in der wunderschönen Pranayama-DVD. Mit dem Cover, das ist eines meiner liebsten Bilder von ihm, Vasant. Und er sagt, dein Agni ist deine Gesundheit. Dein Agni ist deine Lebenskraft. Ja? In den vedischen Schriften steht Agni Ayuhu, Agni Arogyam, Agni Shanta. So, das ist kurz gefasst, so ein großer Bogen, was das alles bedeuten kann. Agni ist dieses Feuer. Agni, Ayuhu, Agni ist dein Leben. Ayuhu, das Leben, deine Vitalität, deine Lebenskraft. Agni, Arogyam. Arogyam heißt Gesundheit oder wörtlich im Ayurveda nicht Krankheit. A ist immer ist da die Verneinung. Arogyam ist nicht krank, nicht in Disbalance, also gesund. Und das bedeutet auch, das Immunsystem funktioniert richtig, so wie es soll. Und das wünschen wir uns gerade jetzt in diesen Zeiten, in allen Zeiten, unser Immunsystem, also auch ein Bestandteil von Agni. Und dann zuletzt Agni Shanta. Shanti, das kennst du von Om. Shanti, Shanti, Shanti. Das heißt Frieden, Stille. Und auch das letzte Aufhören. Also auch wenn das Feuer, das Agni unseren Körper verlässt, ist auch wenn wir unseren Körper verlassen. Wenn die Seele den Körper verlässt, wenn die Lebenskraft den Körper verlässt, wenn nur mehr der leblose Körper bleibt. Ohne Agni, um aktiv zu sein, um zu funktionieren, brauchen wir diese Lebenskraft. Also das ist der ganze Bogen und noch vieles mehr. Und darüber sprechen wir in diesen Webinaren. Da kannst du gerne mitmachen und deine Fragen stellen. Oder du schreibst mir hier ein Feedback oder eine Frage. Und wir werden so in Verbindung sein in diesen spannenden Zeiten. Alles Gute für dich und Namaste. Und ich rezitiere nach einem Sanskrit-Rezitation über das gemeinsame Lernen. Das mögen wir alle zusammen die beste Erkenntnis haben, mögen wir die beste Transformation haben. Auch jetzt gerade, es ist morgen eine Sonnenfinsternis in dem Neumond zusammen mit dem Mo Neumond, also eine ganz spannende Konstellation. Da werde ich auch morgen kurz drüber sprechen im Webinar, wie wir den Dezember besonders gut für uns nutzen können, für diese inneren Transformationen, die gerade stattfinden können und von großen Entscheidungen im Außen eventuell eher Abstand halten, wenn wir können, wenn da nichts Lebenswichtiges auf uns wartet.
dann eher diese Zeit jetzt für sich zu nehmen, nach innen zu gehen. Also da sprechen wir auch im Agni-Webinar drüber. Agni beinhaltet diese ganze Spannbreite des Lebens vom körperlich, grobstofflichen bis hin zum Feinen, den Sukshma. Sukshma heißt das im Ayurveda, den Sukshma-Ebenen, zum Beispiel der astrologischen, planetarischen Einflüsse und der emotionellen Einflüsse. All das hatten Auswirkungen darauf, wie wir uns fühlen, wie wir funktionieren, wie wir unsere Arbeit machen können, wie wir unsere Beziehungen leben können. Nur wenn alles das in uns in einem wunderbaren Gleichgewicht ist. Und da passt eigentlich jetzt am besten das Shloka über die, was ist Gesundheit im Ayurveda? Das ist sehr bekannt, das ist in Sushruta Samhita, in einer der Autoritäten im Ayurveda, den ganz uralten, tausende Jahre alten Schriften, ist das eine Definition von Gesundheit, die weit über nur Nicht-Krankheit, wie wir es vorhin beschrieben haben, hinausgeht. Also Nicht-Krankheit ist schon mal die Grundvoraussetzung, aber da gehört noch viel mehr dazu. Und das möchte ich jetzt noch kurz rezitieren. Das ist dieses Sutra, Samadoshaha Samagnischa Samadatu Malakriya Prasan Atmendriya Manaha Swasta iti abhityate. Das ist für mich ganz neu, das zu sprechen. Wir haben es auswendig, wir haben sehr viele dieser Sutren auswendig gelernt und da haben wir sie intoniert. Lass mich das nochmal versuchen, dann ist es mir näher, noch näher. Samadosha Samagnischa. Hier ist Agni. Samadhatu Malakriya. Prasannatmendriya Mana. Swastha iti abhityate. Prasannatmendriya Mana. Swastha iti abhityate. Ja, so kommt es für mich viel mehr zu leben. Sanskrit ist so eine wunderbare, reiche, weise Sprache. Da ist in einer Silbe manchmal ein ganzes Universum enthalten. Deshalb verwendet auch wenn Dr. Lad unterrichtet, wird er ganz viel, viel mehr natürlich, er spricht fließend Sanskrit verwenden und das sofort übersetzen. Und das Wenige, was ich davon gelernt habe und wofür ich so überaus dankbar bin, das möchte ich verwenden. Denn diese Mantren, diese Sanskrit-Klänge, die haben eine heilende Wirkung in sich. Auch wenn man sie nicht versteht, wenn man sie nicht selber spricht, selbst wenn man sie nur hört, sind sie sehr, sehr wohltuend. Und dieses, ich werde es auch immer übersetzen, so, das bedeutet, derjenige ist vollständig gesund. Swastha ist ein Begriff, das kommt am Schluss des Mantras, ist ein Begriff für Gesundheit. Der Ayurveda drückt es aus als Swastha. Swa ist das Selbst, dein Selbst. Ein sehr großes Wort, also mehr als dein Körper oder dein Denken. Dein ganzes Selbst, das, was in dir reißt, deine Seele. Ja? In diesem Selbst gegründet sein, das ist das Astha. Swastha iti abhityate, der wird genannt. Also der in sich selbst gegründet ist. Das kommt auch so im Yoga, das kennen alle, die Yoga machen unter euch, von Patanjali, das Yoga-Star Kuru Karmani, im Yoga gegründet handle, aus dem Yoga gegründet handle. Und Yoga bedeutet hier nicht, was das Einzige ist, was oft vielfach hier verstanden wird, körperliche Übungen oder sogar Verrenkungen. Yoga heißt wörtlich Einheit, Einssein. Das Selbst, aus dem Selbsthandeln, aus dem, was tiefer geht als deine Gewohnheiten, deine Färbungen, deine Gene. Deine Genetik ist auch noch eine oberflächlichere Ebene, eine andere Ebene, als dieses Selbst, in diesem Selbst gegründet sein. Also das wird Gesundheit genannt, das ist ein Teil davon. Also Gesundheit ist nach dem Ayurveda ein vollständiges Funktionieren deiner körperlichen Funktionen, deiner körperlichen Gewebe, also die Funktionen, das sind die Doshas, Sama-Dosha. Sama heißt ausbalanciert, funktionierend. Sama-Dosha, funktionierende Körperfunktionen, Körperenergien, diese drei Doshas, aus denen jeder von uns zusammengesetzt ist, Vata, Pitta und Kapha, dass die im Gleichgewicht sind, für dich individuell.
Dann Sama Agnis Cha, hier haben wir das Agni, das ist dein Agni, deine Feuerkraft auf all den verschiedenen Ebenen. Es gibt bis zu 40 Agnis, Hauptagnis im Körper, ja, dass die funktionieren. Das Hauptagni ist das im Magen, das Jatara Agni. Dann geht es weiter mit Samadhatu Malakriya. Samadhatu, Dhatu sind die Gewebe. Und wir sprechen von 7 Körpergeweben im Ayurveda. Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asti, Majja und Shukra und Artava. Das sind dann die Fortpflanzungsgewebe, die männlichen und die weiblichen. Dass alle die richtig aufgebaut werden, und das ist Gesundheit, wenn die richtig funktionieren, dein Blutsystem, dein Lymphsystem, dein Immunsystem, deine Muskelgewebe, Fettgewebe, dein Knochen und Knochenmark, dein Nervengewebe und deine Fortpflanzungsgewebe, alle die, wenn die richtig funktionieren. Und Mala sind deine Ausscheidungen, die 3 Hauptausscheidungen, Stuhl, Urin und Schweiß. Und Kriya sind nochmal die Aktionen, die Funktionen im Körper, die Bewegungen, die Nervenimpulse, wie die weitergegeben werden, die Zellkommunikation, alles das sind Kriyas, Aktivitäten. Und wenn das alles in Ordnung ist und dazu dann noch der ganze Bogen von deinem Geist, Verstand, Gedanken, deinen Emotionen, deinem sozialen Zusammenleben und deiner Verbindung, deiner Anbindung an das Selbst. Das war dieses Swastha. Wenn alle die in einer Balance und mehr als Balance, Ayurveda verwendet das Wort Prasanna hier. Prasanna ist höchst glücklich sogar. Also glücklich funktionierend. Da ist eine Freude, das kennst du vielleicht ganz mechanisch von einem Gerät, von irgendeinem mechanischen Gerät, wenn das reibungslos funktioniert, was für eine Freude ist das, dem zuzuschauen. Also so eine Freude, wenn wir nicht belastet sind von zu viel Schlacken in uns, sei es geistig oder körperlich, sondern wenn all das im Einklang funktionieren kann und wir unsere Arbeit, unser Familienleben, unsere Freunde, unsere Beziehungen, alles das, unsere Berufung ausleben können, weil all das hier gut funktioniert. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage und das ist Gesundheit im Ayurveda. So, jetzt habe ich das doch noch ausführlich erklärt, weil das heute so kam, dass das schön ist, das hier zu benennen. Denn das hat mit Agni zu tun. Agni Ayuhu, Agni Arogyam, Agni Shanta. So, ich freue mich, wenn du teilnimmst an unserem Webinar am Montag, 14. Dezember, an der Sonnenfinsternis, morgen an Neumond um 6 Uhr abends. Treffen wir uns für eine Stunde, um ganz viel praktische Tipps dazu zu bekommen. Und es wird regelmäßig immer wieder Webinare, die frei sind und andere Webinare, die auch kostenpflichtig sind, wenn die vielleicht einen ganzen Tag gehen, wo wir Dinge wirklich zusammen erlernen und üben, wie die berühmten Pranayamas von Dr. Lahr, die Atemkraftübungen, das bereite ich fürs nächste Jahr vor. So, das findest du immer auf meiner Website, wenn dich das interessiert. Das ist die gebe ich in die Box. Du findest mich, wenn du möchtest. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, einen transformativen Dezember mit all den tollen Planetenkonstellationen und Chancen, die darin liegen, wenn du einfach mehr zu dir selbst erlaubst, zur Ruhe zu kommen und die Natur in dir alles richtig auszurichten. Und dann wird sich mit der Zeit auch das Außen balancieren. Das ist mein Wunsch, mein Glaube und meine Bitte an dich, für dich. Namaste. Sahana Vavatu, Sahana Punaktu, Saha viryam karavavahai Tejasvina vadhitamastu Ma vitvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Mögen wir zusammen lernen, mögen wir zusammen wachsen,
mögen wir zusammen höchste Erkenntnis haben und immer Freundlichkeit füreinander empfinden. Om Frieden, Frieden, Frieden. Namaste.